Danke für den Lobpreis, der mich auf jeden Fall berührt hat. Wie es euch geht, weiß ich nicht, aber mich hat er berührt. Danke. Amen. Ja, ein herzliches Grüß Gott, ein herzliches Grüß Gott für die, wo da sind, für die, wo am Bildschirm sind, die jetzt vielleicht irgendwo im Urlaub sind und hier die Predigt hören. Seid gegrüßt. Und vor dem Lobpreis kann man auch etwas, auch ein herzliches Grüß Gott an die Gäste, die da sind oder auch die Gäste, die zum ersten Mal im Internet unsere Predigt verfolgen. Und eins ist noch gekommen, es kommt als Gäste und geht als Brüder und Schwestern, weil der Geist Jesus, der Heilige Geist, hier in diesem Raum ist. Und er überträgt sich auch über Mikrofone, über das Netz und Sonstiges. Und ich weiß, ihr habt eine wunderschöne Zeit, wenn ihr auch jetzt zu Hause seid oder irgendwo im Urlaub. Auch ein Gruß an die Familie Torno, die jetzt wahrscheinlich zusieht. Und, euch geht's gut? Trotz der Hitze? Gut. Und wie gesagt, dankt Jesus jeden Tag aufs Neue für das, was er euch geschenkt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt, wo fangen wir an? Einleitung steht bei mir. Einleitung, ganz einfach. Da steht ein Kreuz, das Kreuz. Welche Bedeutung hat das Kreuz für dich, für uns? Wahrscheinlich verbindet ihr mit dem Kreuz, ja, der Tod, Schmerz, Leiden. Aber ich verbinde auch neues Leben damit. Das ist ja unser Zeichen als Christen, das Kreuz. Und ich habe zum heutigen Thema der Predigt Leben nach dem Tod, so ist das Thema. Ist vielleicht das ein bisschen komisch bei der Hitze und sonstiges. Wir sind Bestatter. In vierter Generation. Und da habe ich gedacht, hoppla, das ist ja Bestätigung von meiner Predigt, Leben nach dem Tod. Weil die haben mir ganz viel erzählen können, was sie mit dem Körper machen, wenn jemand gestorben ist. Wir sind einbald den Schmücke und Richter und sonstiges. Ich möchte da nicht so drauf eingehen. Aber die haben mir das wirklich schön erzählt, was sie mit dem Leib da machen. Aber sie haben halt nicht erzählen können, ja, was mit der Seele passiert, was mit dem Wichtigsten von uns passiert. Nicht der Leib ist das Wichtigste, sondern unsere Seele, unseren Geist. Und das war für mich eine Bestätigung, heute diese Predigt zu halten, Leben nach dem Tod. Und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, logischerweise über das Thema, warum rede ich überhaupt über das Thema? Vielleicht ist es auch mein Alter. Also ich denke sehr oft, was mit mir passiert nach meinem Tod hier auf dieser Welt. Oder vielleicht sind es auch gewisse Umstände, dass man doch mitbekommt, wie liebe Freunde sterben, Verwandte, Familie. Ich sage mal, vielleicht liegt es auch an meiner menschlichen Reife, sage ich mal so, dass man sich halt nicht nur, dass man sich auch über so etwas Gedanken macht, was passiert denn mit mir nach meinem Tod. Vielleicht liegt es auch an dem vielen Sterben in dieser Welt, wenn ich jetzt Corona wieder aktuell sehe oder Beirut, wo viele Menschen, ohne dass sie daran gedacht haben, auf einen Schlag weg sind. Sie sind einfach nicht mehr auf dieser Welt. Vielleicht macht man sich da auch Gedanken, was passiert mit diesen Menschen. Und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Es gibt ganz viele Menschen auf dieser Welt, die Jesus gar nicht gekannt haben, wo sie dann der Tod ereilt hat. Das ist so. Viele Menschen wissen nicht, wer Jesus war und was Jesus für ein Opfer für jeden Menschen auf dieser Welt getan, getätigt hat. Und da denke ich immer wieder, schade. Schade für diese Menschen, die Jesus und seine frohe Botschaft nicht, ja, nicht die Möglichkeit gehabt haben, dieses zu hören, zu sehen und auch darüber auf in den Glauben zu kommen. Und logischerweise, warum beschäftige ich mich mit dem Tod? Weil es auch mit meinem Glauben zusammenhängt, mit meinem Glauben an Jesus Christus. Und wir als Menschen wissen natürlich, dass der Tod zum Leben gehört. Klingt komisch, ist aber so. Es gibt ein Beginn und es gibt ein Ende. Und meine umfassende Frage ist auch an euch, was kommt nach dem Tod? Hört da alles auf? Ja, schön. Ich sage ja, das Beste.
Und wenn man da mit Menschen redet, wenn man mal in die Gelegenheit kommt, über den Tod zu reden, da merkt man so häufig die Angst der Menschen, die nicht wissen, was nach dem Tod kommt. Und da spürt man richtig ganz viel Angst, auch heute noch. Auch bei vielen älteren Menschen, die dann wissen, ja, meine Zeit auf dieser Welt ist gezählt. Es gibt manche Menschen, die lassen einfach nicht los, die wollen gar nicht sterben vor lauter Angst. Diese Menschen gibt es. Vielleicht hat der ein oder andere die Erfahrung von euch auch gemacht. Die halten sich krampfhaft diesem Leben fest, weil sie Angst haben. Aber ich möchte heute nicht von der Angst reden, von dem Tod, sondern von dem, was uns nach dem Tod erwartet. Und auch ein wenig von den Voraussetzungen, dass wir uns auf das Leben nach dem Tod freuen dürfen, können, wollen. Dass wir das Amen. Das ist eigentlich heute das Thema der Predigt. Nicht über die Angst zu reden, sondern ja, was kommt da? Was sind da für Verheißungen im Wort? Was hat uns da Jesus alles übermittelt? Und heute lesen wir ein bisschen mehr in der Bibel. Und eine gewisse Voraussetzung ist in Johannes 3, 16 bis 21 gegeben. Hier erklärt Jesus Nikodemus, und er ist ein hoher Priester damals, die Grundlage des ewigen Lebens, wird da erklärt. Also da steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Da steht jetzt ganz, ganz vieles drin. Im wunderbare Botschaft. Hier zeigt Gott, was wahre Liebe ist. Das ist die Grundlage aller Liebesbeziehungen, dass er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Und wenn man jemanden innig liebt, ist man bis zur Selbstaufopferung bereit, alles zu geben. Das wird hier in diesem Vers beschrieben. Mit dem Leben seines Sohnes zahlte Gott den höchsten Preis für uns. Auch wenn ihr das schon 10.000 Mal gehört habt, das ist wichtig. Und es gibt es den anderen Menschen weiter. Er hat wahrlich den höchsten Preis bezahlt. Und es kann jeder mitfühlen, wie sich das vielleicht anfühlt, der eigene Kinder hat und dann aufgefordert wird, dieses Kind vielleicht zu opfern. Welcher Schmerz da drin sein muss. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns gab. Und warum? Damit er uns anbieten kann, ein neues, ewiges Leben zu haben. Und dieses ewige Leben hat Jesus für uns erkauft. Amen. Natürlich gibt es jetzt Menschen, die haben sogar ein Problem mit diesem Begriff ewigen Leben. Die können gar nichts damit anfangen. Auf der einen Seite, weil ihr jetziges Leben vielleicht total elend ist. Und wenn sie dann weiterdenken, an diesem Elend soll ich das weitere ewige Leben führen. In diesem Elend der Armut, des Hungers, der Fortsetzung meines elendigen, sterblichen Lebens hier auf dieser Welt. Und es gibt andere Menschen, die haben alles. Die können mit dem Hubschrauber in den Urlaub fliegen. Die können auf Goldbagger in ihrer Wohnung laufen. Ich brauche kein ewiges Leben. Ich habe mein ewiges Leben schon hier auf dieser Welt. So können die auch denken. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche Jesus nicht. Auch diese Menschen gibt es. Aber lasst euch gesagt sein, dieses ewige Leben bei Gott heißt, für die, wo jetzt ein elendiges Leben haben, es wird keinen Tod mehr geben. Es wird keine Krankheit mehr geben. Es wird keine Feinde mehr geben. Es gibt kein Böses mehr in deinem Leben. Kein Hunger. Keine Sünde, keine Armut. Und an die Menschen, die auf Goldbarren laufen, dieses Gold kannst du nicht mitnehmen, dieses Gold bleibt auf dieser Erde
und wird auf dieser Erde genauso sterben wie dein Leib. Du kannst es nicht mitnehmen. Im Vers 18 steht, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wenn Jesus hier von Ungläubigen spricht, meint er diejenigen Menschen, die ihn völlig ablehnen oder gar leugnen. Aber er meint nicht die Menschen, die vorübergehend vielleicht Zweifel haben an Jesus, die von Jesus vielleicht gehört haben, die vielleicht sogar getauft sind, die vielleicht sogar in Gemeinden waren, die Jesus ja, mal gehört und kennengelernt haben, aber Zweifel haben. Diese Menschen meint Jesus in Vers 18 nicht. Weil es gibt leider viele Menschen, die halt mit dem menschlichen Leib, mit unserem Sachverstand Zweifel haben. Aber diese Menschen haben immer die Möglichkeit, mit Jesus ihre Zweifel beiseite zu legen. Und diese Menschen meint Jesus nicht, wenn er das sagt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und zu Vers 19, da steht ja, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Jetzt gibt es da sehr viele, viele Menschen auf dieser Welt, die möchten ihr Leben nicht dem Licht Gottes aussetzen, weil sie sich vor den Dingen fürchten, die dadurch sichtbar werden. Sie möchten nicht verändert werden. Diese Menschen gibt es. Viele schämen sich auch für ihr Leben, für ihre Sünden, die sie permanent tun. Das ist so. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere hier sitzt, der auch nicht unbedingt mit dem Scheinwerfer jetzt sofort angeleuchtet werden will. Und dann kommt die Stimme und sagt, sag, was ist heute passiert, was hast du gestern gemacht? Gott sei Dank können wir das im stillen Kämmerchen mit Jesus ausmachen und um Vergebung bitten. Amen. Also nicht jeder von uns, bin ich sicher, möchte auch im Rampenlicht des Lichts stehen. Also mir geht es so. Manches muss ich mit Jesus allein ausmachen. Ihr wisst ja, an der anderen Predigt, wo man gesagt hat, ich habe ein Ticket, ein Dauerabo mit Jesus und das nutze ich nach wie vor. Amen. Und ich kann euch nur bitten, für die Menschen zu beten, die sich nicht verändern wollen und verändert werden wollen. Betet, wenn ihr solche Menschen kennt, für sie, dass sie einmal erkennen können, wie viel besser es ist, im Licht statt in der Dunkelheit zu sein. Weil in der Dunkelheit zu leben, ist nicht schön. Und der ein oder andere, der vielleicht ein altes Leben hinter sich hat, weiß, was Dunkelheit bedeutet, was das heißt. Ich stehe lieber im Licht. Wie geht's euch? Im Licht. Auch wenn es so schön warm ist wie jetzt. Und ich stehe ja hier absolut unter Scheinwerferlicht noch zusätzlich. Ihr wisst gar nicht, wie warm es hier ist. Doch, der Lobpreis weiß es. Also hier die Erklärung, Vers 19, 21. Und es gibt nichts Schöneres, als in das Licht zu gehen. So, das ist die Grundvoraussetzung, wo man mal benötigt für das ewige Leben. Das ist mal eine Voraussetzung, einer der Voraussetzungen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wie ist dann der Plan meines Lebens hier auf dieser Welt? Wie ist der Plan überhaupt? Und da steht was Wunderschönes in Johannes 8, 12. Da haben wir schon. Jesus redet nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Mehr gibt es da gar nicht beizufügen. Das ist mein Plan für mein Leben. Ich möchte nicht, dass jemand von euch denkt, er muss in der Dunkelheit wandeln. Nehmt Johannes 8, 12.
Wandelt im Licht, meine lieben Brüder und Schwestern. Amen. Und da gibt es natürlich auch Verheißungen. Und eine Verheißung, die ist jetzt ein bisschen länger, und das lesen wir dann auch wieder, Johannes 11, 25 bis 26. Also Verheißung für mein Leben. Haben wir schon. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Amen. Und das ist für mich so Verheißung wie in Römer 5, 17, nicht anschmeißen, wir bleiben hier bei Johannes. Und es ist so schön, dass ich Jesus habe. Er sagt ganz klar: Ich bin die Auferstehung des Lebens. Wenn du an mich glaubst, wirst auch du leben, auch wenn ich gestorben bin. Und jeder, der erlebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Also ich freue mich so. Weil wenn ich das sehe, dieses irdische Leben, was sind das vielleicht, 60, 70, 80 Jahre, wenn wir Glück haben, gell? Wenn wir Glück haben bei klarem Verstand, wenn wir Pech haben ohne klarer Verstand oder mit Gebrechen und sonstiges, was heißt das hier, ewig leben in Ewigkeit, wunderschön. Das ist für mich eine wahnsinnig wunderschöne Verheißung, die mir auch jegliche Angst nimmt vor dem Sterben. Und ja, wie kann man sich das vorstellen, das ewige Leben? Warum das ewige Leben? Wie funktioniert das? Und das ist wunderschön erklärt im 1. Korinther 15, 20 bis 25. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja doch einen Menschen der Tod kam, Punkt. Wer war das? Wisst ihr ja, durch wen kam der Tod auf diese Welt? Jawohl, dem habe ich viel zu verdanken, dem Adam, was er da gemacht hat. Durch ihn kam überhaupt der Tod in die Welt. So auch durch einen Menschen, die Auferstehung der Toten, von wem ist da die Rede? So auch durch einen Menschen, die Auferstehung der Toten, das ist Jesus. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Schönes, weil hier wird mir garantiert mein ewiges Leben, wenn ich an Christus glaube, wenn ich sein oder mein Leben in seines Lichtes stelle. Und das ist für mich das Beste zu meinen Lebzeiten oder nach meinem Tod. Und da kommt dann noch etwas. Wenn ich Glück habe, kommt da die Wiederkehr Jesus noch zu meiner Lebzeit hier. Wenn ich Glück habe. Das heißt, die Wiederkunft Jesus, mein neues Leben nach dem Tod. Das heißt, wenn ich ihn jetzt nicht erlebe, erlebe ich ihn nach meinem Tod, nach meinem irdischen Tod. Ja, ich mache heute schnelle Predigt. Und das war Schönes, die Wiederkunft Jesus, sie wird hier garantiert, sie wird absolut in unserem Wort, dass wir absolut glauben, dass wahr ist, wird ganz klar die Wiederkunft Jesus als Verheißung dargestellt. Und da lesen wir jetzt Offenbarung 21, 2 bis 8. Geht's noch von der Hitze? Ah, gut. So, jetzt müssen wir mal bemühen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereit wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Also das ist ein wunderschöner Satz. Das Aloi hebt mich schon auf Wolke 7. Und ich höre eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.
Amen. Und das ist für mich das Wichtigste. Und er wird jede Träne von den Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Punkt. Gewiss und wahrhaftig. Das ist für mich die Botschaft. Es ist gewiss, wahrhaftig. Da gibt es kein eventuell, kein vielleicht, kein aus eigenen Mitteln. Da gibt es auch nicht das Sparkonto hier auf dieser Welt, wo ich ansparen kann, dass ich ewiges Leben habe. Kein Reichtum hilft mir dazu, ewiges Leben zu haben. Und das ist meine Gewissheit. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Umsonst. Alle meine Taten auf dieser Welt, und wenn sie noch so gut gemeint sind, können umsonst sein. Ich kriege das umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Ist das nicht etwas Wunderbares, der vielleicht in seinem irdischen Leben vielleicht keinen Vater gehabt hat? Immer auf der Suche war nach jemand an eine Brust, wo er heulen kann, wo er Liebe empfangen würde von einem Vater, den er nicht gehabt hat, oder eine Mutter, die er nicht gehabt hat. Ist das etwas Wunderschönes? Hier bekomme ich das. Hier bekomme ich das in der Offenbarung. Und natürlich gibt es auch das andere. Aber den feigen Ungläubigen und mit Gräulen, Befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Sind wir schon doch? War das schon 8? Und das ist natürlich etwas, das wünsche ich niemand auf dieser Welt. Diese Verheißung. Das wünsche ich niemand. Und denkt immer dran, wenn ihr Menschen trefft, das wünsche mir niemand. Erzählt von Jesus, von der guten Botschaft. Weil so wie das eine wahr ist, ist das auch die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und allein das, wenn ich diese Zukunft für mein ewiges Leben da lese, so schnell wie möglich zu Jesus, Leben übergeben, aber so schnell wie möglich. Ich möchte so nicht enden. Und es tun mir diese Menschen leid, die das da mitmachen. Und deshalb ist es ganz wichtig, über Jesus zu erzählen, immer wieder zu erzählen, wenn es zum 10.000. Mal ist, dass dieses Schicksal auch niemand von euren Familien oder sonstiges betrifft. Kann am kleinsten Kreis sein, gell? Da lese lieber, viel, viel lieber, für die Menschen, die in Not sind, denen schlecht geht. Und das lese ich euch noch einmal vor. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Ich kann gar nicht nachvollziehen, was es da gibt. Da waren Edelsteine verbaut in den Mauern. Da gibt es goldene Zebrastreife, da gibt es Platin, da gibt es das Teuerste ist gerade billig genug. Für uns, wie wir dann da wandeln. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt betreten soll, das viele Edelsteine und sonstiges. Aber wahrscheinlich gewöhnt man sich dran. Weil es hat ja jeder. Und es gibt da kein Elend mehr. Und wie er das so schön beschreibt, ich kann mir das exakt vorstellen, ich wollte das eigentlich heute aufmalen, aber ich habe gedacht, bei der Hitze und so, lassen wir es mal lieber, also hole ich mal nach, wie schön das neue Jerusalem ist. Und natürlich noch viel, viel schöner ist es, ich kann zu Jesus gehen und mit ihm einen Smalltalk halten. Mensch, wie geht es dir heute, gell? Mir geht es ja super, gell? In deiner Gegenwart sowieso. Ja, wie hast du geschlafen? Mein Verstand kann ja das ja nicht fassen, was mir da alles dann berät. Also ich bin sicher, dass man da ganz normal redet. Nicht nur hochgeistig, hochheilig, sondern ganz normal. Und er kommt zu dir und sagt, Mensch, Frank, dir geht's aber gut, siehst gut aus. Sehr gut. Er hat alles neu gemacht, auch neu an mir. Ich muss mir nicht mehr rumärgern, vielleicht das Knie wehtut, die Hüfte wehtut, der Kopf wehtut, die Schulter wehtut, dass ich 10 Kilo zu viel habe. Alles weg. Amen. Alles weg. Es ist alles weg. Absolut alles.
Ach, das, ich freue mich auch schon, mit Jesus Sport zu betreiben. Vielleicht Fußball zu spielen oder was. Gibt es bestimmt irgendwas, gell? Gegen die Herrscher der Engel spielen wir dann Fußball, gell? Ha, wir wissen es nicht. Es wird ja irgendwas passieren. Weil die Ewigkeit ist ja etwas, wo man gar nicht messen kann. Die ist unendlich. Ja, da freue ich mich schon. Oder vielleicht spiele ich auch was anderes. Irgendwas muss man schon machen, gell? Paulus ist dabei, Petrus ist dabei, überleg dir mal. Alle dabei, gell? Dann lerne ich den auch mal kennen, wie der aussieht, Mensch. Ah ja, man kann ja viel lesen im Wort, gell? Wie sehen die Menschen aus? Die sehen wir dann. Johannes, der Täufer, alle da. Amen. Auch ich? Sage ich jetzt einmal. Schön. Und das kommt natürlich auch da, da haben wir dann auch die Fragen gemacht, haben wir uns einmal gefragt und überlegt, wie wohl die Ewigkeit aussieht, ein bisschen habe ich was davon erzählt, wie wird wohl meine neue Wohnung sein? Auf jeden Fall nicht zu klein. Auf jeden Fall nicht zu klein, die Wohnung wird groß. Weil für die Menschen, die jetzt in einer kleinen Wohnung leben, unterm Dach, 50 Grad wahrscheinlich in der Temperatur da oben, nicht wissen, wie sie noch schlafen sollen, sonst ist es kein Problem in der Ewigkeit. Ihr habt eine Wohnung wohltemperiert, da gibt es überhaupt keine Enge, überhaupt keine Platzangst, nichts. Das ist was Wunderschönes. Ich denke schon, eine Penthouse-Wohnung vielleicht, also mal sehen, wie das dann alles aussieht. Gell? Und drumherum gibt es wahrscheinlich viel Grün, das Paradies. Überleg dir mal, ich laufe zu meinem Balkon hin, tue da vielleicht Orange pflücken, gell, wenn man es gerade nach ist oder weiß ich, irgendwas. Wird da schon wachsen, gell? Oder die Weintraube wachsen in meinen Mund. Also man kann sich ja jeder selber vorstellen. Ich kann mir das super vorstellen, wie das sein wird. Und denkt euch mal, man hat nur freundliche Nachbarn. Es gibt keinen riesigen Nachbarn. Es gibt keiner, der die Tür zuschlägt und sagt, ich will den nicht sehen. Oder es wird keiner geben, der sagt, tun Sie meinen Rasenmäher und Abfall raustragen, Mülltonne vorfahren. Wird es nicht geben? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, ich schwätze zu viel, ich weiß, ich rede zu viel. Aber das wird es nicht mehr geben. Hajo. Haja. Ja, und natürlich die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wird als der Ort beschrieben, an dem es keinen Schmerz gibt. Auch Tod, Trauer, Weinen wird es dort nicht geben. Was wir auch immer in Lebzeiten doch gemacht haben oder machen, es ist nicht das Ende, denn Gott hat das letzte Kapitel in unserem Leben geschrieben und es handelt von wahrer Erfüllung und ewiger Freude für alle, die Gott lieben. Amen. Und wir wissen nicht so viel, wie wir bestimmt gerne wissen würden, aber es genügt doch zu wissen, dass die Ewigkeit bei Gott eine herrliche Zeit sein wird. Eine viel schönere Zeit, wie wir es uns überhaupt mit unserem kleinen menschlichen Verstand vorstellen können. Und denkt an die Dauer. Nicht ein Menschenleben mit 60 oder 90 Jahren, nein, die Ewigkeit. Eine Zeitdauer, die ich nicht mit meinem Verstand erklären kann. Und in dieser Zeit gibt es keinen Mangel. Nochmals, keine Krankheiten, kein Kummer, kein Hunger, keine Einsamkeit, was sonst in unserem alten Leben uns belastet hat, auch keinen Reichtum. Es wird keinen persönlichen Reichtum geben. Auch das gibt, es gibt Menschen, die sind von ihrem Nur uns das möglich gemacht hat. Nur er, Amen. Durch seinen Vater hat er dies möglich gemacht. Durch den Heiligen Geist bin ich in der Lage, so zu leben, annähernd so zu leben, wie es im Wort steht. Jesus weiß, ich bin ein Mensch. Jesus weiß, ich bin Fleisch. Jesus weiß, ich werde Sünden begehen. Aber er hat mir dieses Tür geöffnet, meine Sünden zu vergeben. Und das sollte man reichlich in Anspruch nehmen. Nimm das Dauerabo bei Jesus, im Handel der Bibel zu finden, kein Problem. Immer reingehen. Macht es, macht davon Gebrauch. Er bietet es uns ja auch an. Wir haben heute auch noch Abendmahl. Ich hoffe, jeder hat sein Becherle im Empfang genommen. Unser Abendmahl hat ja auch etwas zu tun mit dem Tod, mit der Auferstehung. Wir werden hier immer wieder an das Opfer von Jesus erinnert, an sein Blut, an sein Leib. Und tretet hier vorm Abendmahl mit reinen Gedanken, legt eure Schuld ab,
Nehmt euch eine Minute, um Vergebung zu bitten für das, was man vielleicht heute oder gestern oder die vergangene Zeit falsch gemacht hat. Denn eins ist sicher, er weiß es ja so oder so schon. Er möchte es nur von uns hören. Das muss auch so sehen, wie er es sieht. Und zum Abschluss meiner Predigt habe ich etwas von Dietrich Bonhoeffer. Und das ist so schön, das lese ich immer wieder, wenn ich die Todesanzeige lese. Und das lese ich euch mal vor. Wir treten aus dem Schatten bald in ein helles Licht. Wir treten durch den Vorhang vor Gottes Angesicht. Wir legen ab die Bürde, das müde Erdenkleid, sind fertig mit den Sorgen und mit dem letzten Leid. Wir treten aus dem Dunkeln nun in ein helles Licht. Warum wir's Sterben nennen, ich weiß es nicht. Amen. Und das finde ich ein würdiger Abschluss für meine Predigt, für mein Wort. Habt Spaß an diesem Leben, aber freut euch auf die Ewigkeit. Die wird sensationell. Und ich bin mal gespannt, was wir alles machen. Hier alle, wo wir uns hier sehen. Was der ein oder andere macht. Vielleicht macht der Lobpreis im Himmel auch Lobpreis. Schauen wir mal. Vielleicht auch ich weiß es nicht. Wollen wir dann sehen. Ich kann mir das richtig vorstellen, so als Engel da mit Harfe auf der Wolke zu sitzen, was halt so ein menschlicher Verstand ist, gell? Mal sehen, was da kommt. Gut, Michael, ich wäre soweit, die Predigt wäre zu Ende. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke den Menschen am Innen.